müssen wir irgendwie so auskommen. Ich könnte es jetzt im OBS noch ändern, aber... Ja gut, tagsüber geht's ja. So, wir haben noch ein Gesetz, scheinbar, das wir erlassen können. Bin ich mal gespannt, um was es da jetzt geht. Gott sei mit. Was ist jetzt wieder los? Was ist jetzt wieder los? Wird genervt. Es gibt ein Problem mit dem Wasser. Das heißt, mit dem Bach. Mit der Nutzung des Baches. Der Bach? Was stimmt denn nicht mit dem Bach? Herr, man verbietet mir zu scheißen. Wie bitte? Dein Lokator hier lässt die Leute nicht scheißen gehen. Gott, gib mir Stärke. Meister Lokator, wärst du bitte so freundlich, mir zu sagen, was hier los ist? Ich habe niemandem verboten zu zu defekieren. Defekieren. Das lässt sich ohnehin nicht verbieten. Und dennoch. Ich habe nur darum gebeten, das Geschäft stromabwärts zu verrichten. Schließlich wollen wir hier doch kein völlig verschmutztes Wasser. Die ganzen Krankheiten. Okay, die wollen hier in den Bach scheißen, oder was? Was für Krankheiten? Verdauungsprobleme, Fieber, sogar der Tod. Das ist eine ziemlich dumme Idee. Das ist doch dummes Zeug. Wir haben unsere Scheiße immer auf den Weg gekippt. In Prag machen sie das auch so, wie ich höre. Was will man sonst damit machen? In Prag? Stimmt das mit Prag? Zugegeben, in einigen Fällen ja. Aber oft geht es einfach nicht anders. Die reicheren Städter haben eine Latrine in ihrem Hof, die sie entleeren, wenn sie voll ist. Aber das einfache Volk entleert die Nachttöpfe auf der Straße. Siehst du? Es heißt aber auch, sollten die Türken jemals Prag angreifen, würde sie der Gestank aufhalten, nicht die Mauer. Was schlägst du vor, Meister Marius? Die Leute sollten dem Ruf der Natur mindestens 100 Fuß stromabwärts vom Dorf folgen. Oh, so weit weg? Was, wenn es dringend ist? Dann geht alles vorher in die Hose. Scheißt du irgendwie in einen Eimer oder sowas und bringst es dann weg? Wo ist das Problem? Ich verstehe sowieso nicht, warum die in den Bach scheißen. Ich habe entschieden. Wir 100 Fuß nehmen oder 150 Fuß? Nehmen wir 100 Fuß, dann reicht hoffentlich. Obwohl eigentlich, es wurde gesagt, es gibt kein höheres Gut als, obwohl vielleicht wären die Leute dann so unzufrieden. Komm, 100 Fuß, eigentlich stromabwärts, da kann eigentlich nichts passieren. Es darf nur mindestens 100 Fuß vom Dorf entfernt defekiert werden. Aber Herr! Schweig still! Du wolltest meinen Entscheid? Da hast du ihn. Gut, wir dürfen also endlich wieder scheißen gehen. Ich sag den Jungs Bescheid, dass wir zum Bach gehen können. Das war eine harte Zeit. Du meinst, du warst jetzt all die... Nein, sag es nicht. Ich will's gar nicht wissen. Die haben nicht geschissen eine Woche lang, oder was? Oder wer weiß wie lange? Okay, wir bauen direkt weiter. Wir haben ihn ja hier. Kann ich ihn eigentlich direkt ansprechen, oder? Ich möchte etwas... Wie du wünschst. So, wir wollen auf jeden Fall in die grünen Zahlen, in die schwarzen Zahlen kommen. Das heißt, wir brauchen eine Bäckerei. Die Leute müssen essen und brauchen Brot. Bauen wir eine Bäckerei. Gehen wir zum Bauplatz. Das Ganze frisst schon ordentlich Geld hier. Scheiß auf die Kirche. Wir brauchen erstmal die Sachen, die hier Geld bringen. Dann regelt sich das Ganze früher oder später von alleine. Ich glaube, die Stallungen sind auch nicht so schlecht, weil wir dadurch, glaube ich, den Händler deutlich günstiger... den Händler, dadurch, dass er dann Pferde hat, hier werden das wir nicht bauen. Mal selber holen muss. Genau hier. Also frisch ans Werk? Ich bin bereit. Ich überprüfe noch ein... Wir haben, was wir brauchen. Stelle Unterkünfte für die Siedler bereit. Habe ich gerade abgeschlossen, warum auch immer der Bäcker eine Unterkunft ist. Leckeres Brot aus dem Ofen vom Mittelaltermarkt, so gut.
So, für den Rest muss ich allerdings nochmal schauen, was ich da nehmen möchte. Schauen wir hier mal ins Buch. So, wir sind endlich im Plus. 160 Goldstücke pro Tag machen wir jetzt. Dorfeinkünfte, 1200 haben wir noch nicht. Dorfkapazität auf 40 haben wir. Kirchenreparaturarbeiten haben wir noch nicht gemacht. Also unsere Aufgaben sind noch nicht erfüllt. Ressourcen haben wir alle bereitgestellt. Unser Ruf ist auch top. 12.000 Groschen allerdings nur noch. Das Geld geht uns langsam aus. Das heißt, wir müssen jetzt langsam priorisieren. So, das provisorische Rathaus haben wir. Wir können das Rathaus theoretisch bauen. Allerdings kostet uns das Geld. Und es steht jetzt auch nicht, dass es irgendwas bringen würde. Wir bekommen wahrscheinlich dann den Alchemietisch oder den Kräutergarten. Ach genau, das können wir dann später noch ausbauen und dann haben wir halt die Möglichkeit, das hier vor Ort zu haben, aber das brauche ich jetzt erstmal nicht. Das Rathaus brauchen wir dann als allerletztes, vor allem ist es auch recht teuer, 5000. So, dann die Kirchenreparatur kostet theoretisch eigentlich auch nur Geld. Brauchen wir also nicht. Boah, 17.000 und 11.000 leckt mich am Arsch. Das haben wir jetzt schon nicht mehr. So, die Schmiede, die haben wir noch nicht. Die müssen wir auf jeden Fall bauen. Vor allem, weil die auch richtig Geld bringt. Bäckerei, die haben wir gebaut. Allerdings nicht den Trockenschuppen und nicht den Honigkuchen. Wie kann ich den Trockenschuppen denn jetzt bauen, beispielsweise? Hier steht Trockenschuppen 500. Wie baue ich den? Also die Schmiede müssen wir auf jeden Fall bauen noch. Fleischerei ist abgefahren, der Zug. Und die Stallungen, die bringen Pferde für den Händler und die generiert auch Geld. Brauche ich aber eine Schmiede für. So, und das Wachhaus bringt Gäste für die Schenke. 150. Und dann nochmal Schießstand. Also 110. Aber die Stallungen bringen mehr. Eigentlich nicht viel mehr, das macht eigentlich keinen großen Unterschied. Waffen aus der Schmiede, einen Schießstand bekomme ich dadurch. Und es bringt halt Gäste für die Schenke. Und das sorgt für Pferde für den Händler, das ist eigentlich wichtiger, dass der Händler Pferde hat. Glaube ich. Hier die Karrenpferde. Und hier brauche ich... muss ich wahrscheinlich Gesetze erlassen, oder wie ist das? Brauerei und Würfelspiele beispielsweise. Da steht jetzt 2000 und 1000. Ich weiß nicht, wie ich das erlassen kann, wie ich da hinkomme, dass das gebaut wird. Windstöcke sind auch noch nicht gebaut. Ist aber eigentlich gar nicht so dumm, die zu bauen, weil die kosten nur 1500 und generieren 120. So gesehen, wenn man es für den Bäcker und für die Schenke halt herstellt. So, dann machen wir erstmal die Bienenstöcke. Ich möchte etwas, wie du wünschst. Ach, Verbesserung, die sind hier. Die umliegenden Wälder würden sich gut für die Imkerei eignen. Die Nachfrage nach Honig ist hoch. Nun gut, bitte folge mir. Ich werde dann die Bauarbeiten überwachen. Wird es wahrscheinlich hören. Sonst wird das ein...
Kann sein, dass die Post jetzt gleich kommt. Weiß nicht, was da los ist, wieso mein Hund bellt. So, dann bauen wir mal ein paar Bienenstöcke. So, auf das floriert. Alles wächst und gedeiht. Sehr schön. Hier werden wir bauen? Ja. So. Ich bin bereit. Jeden Fall anfangen. Haben wir alles? Haben wir. Super. So, dann haben wir die Bienenstöcke auch. Jetzt habe ich mir jetzt ein bisschen imposanter vorgestellt, eigentlich ursprünglich, aber na gut. Ich möchte etwas. So, viel ist eigentlich nicht mehr. Gebäude im Randgebiet haben wir jetzt gebaut, genau. Ein Dorfzentrum ist eigentlich auch nicht mehr viel. Wir wollen auf jeden Fall die Schmiede haben. Wir brauchen viel Werkzeug, das auch repariert werden muss. Eine Schmiede ist unverzichtbar. Nun gut, bitte folge mir. Ich werde dann die Bauarbeiten überwachen. Sonst wird das ein Desaster. Ja, immer mit seinen Bauarbeiten. Keiner sagt mir was. Und ich mache mir grundlos Sorgen um meinen Vetter. Schütze dich, Heinrich. Jesus. Zumindest hoffe ich. Hier werden wir bauen? In der Tat. Fangen wir an? Ich bin bereit. Ich überprüfe noch einmal, ob wir auch haben, was wir brauchen. Wir haben noch genug. Ja, noch haben wir genug, aber viel haben wir nicht mehr. Die Kohle. So, da haben wir die Schmiede. Okay, gut, ich werde gerade mal eben kurz 10 Minuten Pause machen, weil mein Hund hier komplett durchdreht. Ich muss mal schauen, was da los ist. Dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, es geht weiter. Okay. Wir können ein neues Gesetz erlassen. Meister Vogt? Gott sei mit dir. Gibt es ein Problem? Die Lama Agathe, die alte Schrolle, die am Dorfrand wohnt. Was hat sie getan? Nun, ich dachte, du solltest wissen, dass sie sich in das Geschäft des Kräuterweibs einmischt und alle möglichen Salben und Tränke anbietet. Was spricht dagegen? Das ist alles Schwindel und Betrug. Diese Hexe gehört verbrannt. Na, hör mal. Was meinst du damit, es ist Schwindel? Ihre Mixturen haben keine Wirkung. Sie bestehen nur aus Wasser, Kräutern und Schweineschmalz. Und Kräuterweib? Woher weißt du das so genau? Doch auch, oder nicht? Hast du ihre Sachen selbst ausprobiert? Ich? Warum sollte ich? Das wäre ja eine Sünde, oder nicht? Was meinst du damit, es ist Schwindel? Ihre Mixturen haben keine Wirkung. Sie bestehen nur aus Wasser. Also sind das keine Hexentränke, sondern nur Kräuter? Genau, sie betrügt. Aber sie wirkt Zauber, das schwöre ich. Was ist denn an der Klatsche? Ich denke mal, sie hat dir etwas angetan, sonst wärst du ja nicht hier. Sie hat meine und ihre Hühner verhext. Meine legen keine Eier mehr, ihre doppelt so viele. Zauber und Hexenkunst. Das sind sehr schwere Anschuldigungen. Um was für Salben und Tränke handelt es sich genau? Das Übliche? Gegen Kopfweh und Weiberschmerzen und dafür, dass die Kühe mehr Milch geben?
ich glaube nicht, dass hier etwas Unrechtes vorgeht. Die Leute werden immer Heilmittel von Quacksalbern benutzen. Solange sie niemandem schaden, ist es mir recht. Hexen müssen brennen. Das soll gerecht sein? Nächstes Mal gehe ich gleich zum Bischof. Na, dann geh da hin. Ich bin mit deinem Scheiß in Ruhe. Ich hab Wichtigeres zu tun. Was hätte ich denn tun sollen? Die Frau verbrennen, nur weil die ein paar Kräuter braut? Wohl kaum. Wie geht es dir, Heinrich? So, ich muss jetzt auf jeden Fall noch drüber entscheiden. Wow, wir sind jetzt 815 im Plus. Es läuft langsam. Ich muss jetzt drüber entscheiden, welches Gebäude ich baue, glaube ich, wieder mal. So, das Rathaus ist ja uninteressant. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Küche ist auch für den Arsch. Brauchen wir nicht. So, Schmiede ist gebaut. Da können wir halt noch entscheiden, ob Waffenschmied oder Rüstungsschmied. Bringt beides das Gleiche. Bin, glaube ich, eher für den... Eigentlich sogar eher für den Rüstungsschmied. Ich irgendwie meine Rüstungen könnten besser eher noch verbessert werden als der Waffenschmied. So, dann haben wir die Bäckerei. Da könnte ich auf jeden Fall mal dringend den Trockenschuppen bauen, weil das bringt richtig Geld. Und ja, Räucherkammer kann ich nicht bauen. Ausrüstung für Sattler. Achso, die Stallung habe ich noch gar nicht gebaut. Ich habe auch nicht genug Geld. Jetzt halt hier die Frage. Es bringt beides im Endeffekt das Gleiche, mehr oder weniger. Ein Stall zu besitzen ist ein Privileg, das nicht viele Menschen besitzen. Der Stallmeister kümmert sich um die wertvollen Pferde seines Lehnsherrn und trägt dabei eine hohe Verantwortung, wofür er Anerkennung verdient. Also bekomme ich vielleicht hier sogar Pferde, die ich sonst nirgendwo kaufen kann. So, und beim Wachhaus? In Friedenszeiten beherbergt das Wachhaus die Gesetzeshüter. In Kriegszeiten dient sie als Rüstkammer und Kaserne für die hiesigen Waffenknechte. Natürlich darf auch ein Kampfplatz nicht fehlen, wo die Männer üben können. So, und da habe ich dann natürlich hier den Vorteil, glaube ich. Ich meine, ich hatte mal sowas gehört, dass man dann hier, glaube ich, alle Waffenklassen üben kann. Was sonst wohl nicht überall immer der Fall ist. Aber ich glaube, ich werde dann die Stallung bauen. Stallung vorziehen, dem Wachhaus. Vor allen Dingen, weil ich dann hier auch nochmal die Karrenpferde bekomme, glaube ich. Sehr schön, okay. Legen wir noch ein bisschen Kohle in die Truhe. Viel haben wir nicht mehr. Ich brauche allerdings auch nicht viel. So, ich lege mal alles bis auf 1000 da rein. Das ist so mein Notgroschen quasi, den ich behalten will. Und dann haben wir jetzt echt 47.000 ausgegeben. So, und dann möchte ich gerne etwas bauen. Wie du wünschst, Meister Vogt. Und zwar die Stallungen waren das. Wir müssen Stallungen bauen. Nun gut, bitte folge. Sonst wird das ein... Und damit haben wir dann auch das letzte Gebäude gebaut, abgesehen vom Rathaus und der Kirche natürlich. Die allerdings eigentlich nur Geld kosten. Und danach können wir... Ich werde jetzt erstmal die Kohle reinstecken in Verbesserungen, glaube ich. Weil die bringen richtig Geld. Und dann schauen wir mal, wie viel Geld wir noch haben, was wir jetzt in die Kirche stecken können. Denn wir haben ja einen Auftrag bekommen von Herrn Divish, hier die Kirche auf Vordermann zu bringen. Das ist ja irgendwie das Wichtigste, dass die Kirche schön aussieht. Warum auch immer. Weil das irgendwie das einzige Gebäude ist, was richtig Kohle kostet. Also wirklich richtig Kohle kostet. Abgesehen natürlich von meinem Händler, der die ganze Arbeit macht. Ich hätte beim Händler vielleicht mal ein bisschen falschen müssen. Ein bisschen mehr nachforschen müssen. Hier wo ich das Zeug herbekomme. Ja, sollen wir anfangen? Ich bin bereit. Ich überprüfe noch ein... Alles da.
Das ist unsere Stallung. Könnte ich eigentlich mal direkt checken, was wir da so anzubieten haben. Ob es hier ein paar coole Pferde gibt. Wobei mein Schlachtross Gendra schon echt stark ist. Also schon echt viel Ausdauer hat und auch viel Kapazität, Sachen zu tragen. Das ist mir immer besonders wichtig, dass das Pferd viel tragen kann. Reden wir mal mit ihm. Ich glaube, ich kann mich das... Ich möchte ein Pferd aber auch hier nicht sehen. Ja, sie sind vom Feinst. Gefällt dir eines besonders? Also es sind scheinbar nur drei Stück. Schattenfell, Aggro und Schattenmähne. Auf bald. Die Namen sind auf jeden Fall schon mal ganz cool. So, hier haben wir Schattenmähne. Weniger Geschwindigkeit ist nicht so tragisch. Hat aber mehr Kapazität sogar, weniger Mut allerdings, aber dafür mehr Ausdauer. Das ist gar nicht so schlecht, Schattenmähne. So, dann haben wir hier Aggro. Aggro ist, ja, quasi gleichwertig mit meinem Schlachtross, würde ich sagen. Und dann haben wir noch Schattenfell, obwohl er gar kein schattiges Fell hat. Wirklich ziemlich hungrig. Hat mehr Ausdauer. Also hier, Schattenmähne ist eigentlich gar nicht so schlecht. Eigentlich ein ziemlich gutes Pferd, hat mehr Kapazität und mehr Ausdauer. Aber ob sich das jetzt lohnt, so viel Geld auszugeben, ein neues Pferd, wage ich zu bezweifeln. Machen wir vielleicht ein andermal, wenn wir hier im Dorf alles ausgebaut haben. Erstmal liegen meine Prioritäten woanders, dass ich Kohle erstmal da ausgebe, wo ich es auch brauche. In meinem Tarplatz ist das Wichtigste, ja, es ist absolut Yusei. Du kennst das ja von Fallout. Du musst ja immer alles mitnehmen und vor allen Dingen ist auch Inventarplatz ist im Prinzip gleich Geld und damit das absolut Wichtigste im Spiel, meiner Meinung nach. So, ich habe Hunger. Sowohl im Spiel als auch in echt, aber im Spiel kann ich gerade was dagegen tun. Nämlich etwas essen könnte ich, wenn dieser Topf hier was hergeben würde, was er nicht tut. Aber ich habe bestimmt noch was dabei, oder? Hier Inventar, da muss ich hin und dann Nahrung. Räucherwurst, rein damit. Das so. Ja, und jetzt kann ich im Prinzip ja ausbauen. Jetzt bei 1110. Das heißt, wir haben unsere Aufgaben fast erfüllt. Die Dorfeinkünfte sind fast erfüllt und Kirchenreparaturarbeiten müssen wir dann noch durchführen. Wir müssen... Also hier können wir auf jeden Fall uns für einen Waffenschmied entscheiden. Oder nee, einen Rüstungsschmied nehmen wir hier. Wir nehmen den Rüstungsschmied. Obwohl, wenn wir den Waffenschmied nehmen, kriegen wir noch Waffen für die Garnison. Einen Rüstungsschmied bekommen wir gar nichts. Scheinbar. Dann nehmen wir den Waffenschmied. So wichtig war mir das jetzt auch nicht mit den Rüstungen. Okay, dann nehmen wir den Waffenschmied. 1000 oder 2000 Münzen und den Trockenschuppen, den brauchen wir. Was richtig wichtig ist, sind die Upgrades für die Schenke, weil die bringen richtig viel. Brauerei und Würfelspiel bringt viel. Ich möchte, wie du wünschst. Wir wollen Verbesserung für den Trockenschuppen für den Bäcker. Wenn wir einen Trockenschuppen bauen, kann der Bäcker wohlschmeckendes Gebäck und im Winter Obstkuchen zubereiten. Gehen wir zum Bauplatz. Ich überwache alles. Ich dachte, das wäre jetzt so ein Ding, was er von hier aus kurz macht. Müssen wir da mit ihm jedes Mal wieder hin. Wie viel Kohle haben wir denn noch?
8500 nur noch, ist nicht mehr so viel. Naja, aber wir generieren ja inzwischen über 1000 Groschen pro Tag. Das sind also nur 47 Tage, dann haben wir wieder das rausgeholt, was wir reingesteckt haben hier ins Dorf. Ich glaube 47.000 waren das ja, die wir jetzt hier versenkt haben, oder die wir dann versenkt haben werden, wenn das Geld weg ist. Ich hoffe, es lohnt sich dann am Ende. Hier werden wir bauen? In der ja, Tat. Beim Bäcker halt, du Otto. Wo soll das ich auch sonst bereit. Hin? Ich überprüfe. Wir haben was. Einige Tage. Das wäre wirklich cool, wenn es jetzt wirklich einige Tage später wären, weil das heißt richtig viel Geld für mich, würde das heißen. 1000 Gold pro Tag. Trocknen und Räuchern sind weit verbreitet und äußerst nützliche Methoden, um Nahrungsmittel länger haltbar zu machen. Lege dazu Fleisch, Obst oder andere Lebensmittel in den Trockenschuppen oder in die Räucherkammer und bereits nach kurzer Zeit ist der Vorgang abgeschlossen. Ah, das ist cool. Ich kann hier meine eigenen Sachen also konservieren. Ich möchte... Wie du wünschst. So, wir wollen Verbesserungen. Für die Schmiede machen wir mal zuerst. Den Waffenschmied. Vater, Gott hab ihn selig, war ein fähiger Schmied. Er hat Schwerter gefertigt und reichlich Geld verdient. Ich bin mir sicher, ein Waffenschmied könnte hier gut leben. Gut, wir haben alles. Begleite mich zum Bauplatz und dann heißt es frisch ans Werk. Heißt das nicht, dass ich aus Sasau, meinte er ja, glaube ich, den Waffenschmied noch holen muss dann hierher, damit es wirklich was bringt, den Experten? Wie langsam der läuft. Der joggt langsamer als ich, obwohl ich hier eine fette Rüstung trage und er hier nur seinen feinen Zwirn. Hier nicht der Schmied gewesen, da links? Oder, nee, das war der Händler, glaube ich, ne? Hier werden wir bauen. Genau hier. Ich bin bereit. Ich überprüfe noch. Wir haben noch genug. Sorge für ausreichend Einkommen, sehr schön. Ja, obwohl das wird gleich wieder fehlschlagen. Wenn wir dann wirklich die Kirche ausbauen sollten, haben wir wieder 150 weniger pro Tag an Einkommen. Weil ich ja noch ein bisschen was ausbauen will. Ich möchte etwas. Wie du willst. So, Verbesserung. Stallung, was kann ich denn da bauen? Ein Sattler. Glaube ich recht teuer. Wir könnten das Bier für die Schenke selbst brauen. Dann ist das Bier frischer und wir verdienen mehr. Gut, wir haben alles. Sehr schön. Eigenes Bier. In Klostern haben sie ja früher oder auch heute noch immer Bier gebraut, was ich irgendwie mal komisch finde, weil Mönche dürfen ja, glaube ich, gar keinen Alkohol trinken. Ne? Ich finde das immer so komisch, dass die Mönche dann aber immer Bier brauen. In Bier oder Tat? Wein. Ich bin bereit. Bestimmt trinken die selber dann noch heimlich. Ich überprüfe noch einmal, ob wir auch haben, was wir brauchen. Wir haben noch genug. Sehr schön. Brauen unser eigenes Bier. Der Rubel rollt. Jetzt fehlen nur noch die Würfel. Was deine Brauerei errichtet und fortan kann der Wirt deiner Schenke ein regionales Bier ausschenken, das so stark und herb ist, dass es seinen Namen Pribislawitzer Eberbräu alle Ehre macht. Wann immer ein neues Bier gebraut wurde, findest du in einer Truhe der Brauerei einen vollen Krug, aber trink in Maßen. Ah cool, ich kann ihm ja so kostenlos wahrscheinlich mein Bier abholen.
tägliche Dosis.